Wir haben jetzt September und bald wird die Steuererklärung fällig in Deutschland, wenn du also in Deutschland steuerpflichtig bist. Für ganz viele Personen hat sich in den letzten Jahren und Monaten ja einiges geändert. Viele arbeiten jetzt zu Hause. Und in dem Kontext stellen sich natürlich viele auch die Frage, wenn ich jetzt im Ausland einfach arbeite, ja, mein Arbeitgeber sagt, ich kann zu Hause arbeiten, ich habe eine Ferienwohnung in Spanien, ich arbeite einfach von dort aus. Was sind die steuerlichen Konsequenzen? Nicht zuletzt wird man eben daran erinnert, wenn man die Steuererklärung ausfüllen muss, denn es fällt ja möglicherweise dann siedend heiß ein. Moment, Moment, ich habe das ganze Jahr in Spanien hier zugebracht und gearbeitet. Ist es wirklich noch korrekt, eine deutsche Steuererklärung wie bisher auch auszufüllen? Während der Covid-19-Pandemie haben viele Arbeitnehmer oder Unternehmer das erste Mal längere Zeit von zu Hause aus gearbeitet und festgestellt, dass sie im Büro oder der Firma doch nicht unabkömmlich sind. Eine Studie kam zu dem Schluss, dass 2021 zeitweise fast die Hälfte aller abhängig Beschäftigten in Deutschland in ihrer häuslichen Umgebung gearbeitet hat. Vor allem aber hat die Pandemie weltweit dafür gesorgt, dass Homeoffice-Arbeit gesellschaftlich akzeptiert wird. Gleichzeitig haben viele Arbeitgeber und Unternehmen eine neue Unternehmenskultur entwickelt, die Arbeiten weltweit verteilten Teams ohne Vorortpräsenz ermöglicht und fordert. Dies zieht sich mit wenigen Ausnahmen durch fast alle Branchen und Industrien. Und um den Fachkräftebedarf in Deutschland zu decken, werden auch immer großzügige Angebote im Hinblick auf Homeoffice-Arbeit gemacht. Wie wird nun das Homeoffice in Deutschland zum Homeoffice im Ausland? Im Jahre 2021 sind 966.000 Deutsche ausgewandert, laut Statista.com. Dabei sind noch nicht mal diejenigen erfasst, die erstmal auf Probe weggezogen sind und erstmal testen, ob der Wohnsitz im Ausland überhaupt für sie passt und wie es sich im Ausland lebt und dort arbeitet. Ob Arbeitgeber, Arbeitnehmer oder Selbstständige, damit es keine böse Überraschung gibt, solltest du unbedingt dich damit befassen, was steuerlich zu beachten ist. Schauen wir uns doch zunächst mal an, was die typischen Fälle von Homeoffice-Arbeit im Ausland so sein könnten. Wir haben fünf Fälle identifiziert. Fall 1. Einige Homeoffice-Arbeiter in Deutschland, Österreich oder der Schweiz kommen zum Schluss, ihren Heimarbeitsplatz doch lieber ins Ausland zu verlegen. Gründe hierfür gibt es viele. Das Leben in Deutschland ist teuer, es ist kalt und es hat viel zu wenig Sonnentage im Vergleich zu vielen anderen Ländern. Manche sind auch unglücklich über die Politik sowie ständig steigende Steuern sowie enttäuscht über die fehlende Perspektive. Wer also bereits sowieso an Homeoffice-Arbeit gewöhnt ist und nicht in seiner deutschsprachigen Heimat gebunden ist, warum nicht dort wohnen, wo es freundlicher, wärmer und preiswerter ist. Die zweite Gruppe sind jene, wo der Partner einen Job im Ausland antritt. Bevor man hier gleich seinen Job in Deutschland an den Nagel hängt, verhandeln viele mit ihrem bisherigen Arbeitgeber über die Möglichkeit, ihren Job mindestens temporär im Homeoffice im Ausland zu erledigen. Hier sind natürlich Feinheiten zu beachten, wie zum Beispiel, ob von Anfang an der Auslandsaufenthalt befristet oder endgültig geplant ist und wie man das auch kommuniziert. Man muss natürlich aufpassen, was Familienmitglieder so in sozialen Mitgliedern sagen und posten. Auch ob man in der alten Heimat sein Homeoffice aufgibt oder für regelmäßige Aufenthalte an die Heimat immer wieder mal zurückkehrt, ist entscheidend für steuerliche und arbeitsrechtliche Fragen. Fall 3. Besonders in der Schweiz ist ein Sabbatical schon lange ein Trend und auch in Deutschland oder Österreich legen viele diese Pause vom Job ein. Viele organisieren ihr Sabbatical aber in Verbindung mit einem Teilzeitjob vom Homeoffice und das dann oftmals vom Ausland aus. Aus der Sicht des deutschsprachigen Heimatlandes gibt es hier eher wenige Probleme, aber einige Traumländer bieten für diesen Fall keine Traumgesetze. Vierter Fall. Einige Unternehmen bieten auch proaktiv ihren Mitarbeitern einen Homeoffice-Job an, nicht zuletzt, da hier enorme Kosteneinsparungen möglich sind. Problematisch kann es werden, wenn der Arbeitgeber davon ausgeht, dass man in Deutschland im Homeoffice arbeitet und gar nicht weiß, dass man eigentlich im Ausland wohnt als Arbeitnehmer. Wie bereits erwähnt, entstehen unter Umständen im Ausland eine Sozialversicherungs-, Krankenkassen- und Steuerpflicht.
Der fünfte Fall ist der folgende. Vielleicht hat jemand auch in einem Büro eines deutschen Arbeitgebers im Ausland gearbeitet, welches jetzt geschlossen wird. Jetzt heißt es entweder wieder zurück nach Deutschland oder man fragt, ob man in der neuen Heimat im Ausland bleiben darf und hier im Homeoffice arbeitet. Manchen Unternehmen ist es sogar recht oder es ist sogar nötig, für eine bestimmte Zeit weiter als Ansprechpartner in diesem Land zu haben. Wie ist es nun in allen diesen Fällen mit Sozialversicherung und Steuern? Ob du selbstständig bist oder abhängig Beschäftigter, also Arbeitnehmer, du hast nicht automatisch die Erlaubnis, im Ausland zu arbeiten, wenn du dort als Tourist anreist. Sehr wichtiger Punkt. Ja. Selbst wenn du ein Business-Visum hast, heißt das nicht, dass du eine Arbeitserlaubnis hast. Diese brauchst du meistens zusätzlich, selbst wenn du nur im Homeoffice arbeitest. Freilich für die EU-Länder gelten hier große Freiheiten und Erleichterungen. Aber es ist wichtig zu wissen, dass jedes Land selbst entscheidet und individuell entscheidet, ob und unter welchen Voraussetzungen es Ausländern erlaubt, dort zu arbeiten. Wenn ein abhängig Beschäftigter im Ausland für ein deutsches Unternehmen arbeitet, müssen sowohl Aspekte der Sozialversicherung als auch des Steuerrechts beachtet werden. Und hier rede ich jetzt natürlich von Aufenthalten, die jetzt nicht temporärer Natur sind. Also eben mal 2 Wochen in Frankreich arbeiten, weil ich dahin geschickt werde, ein Projekt, davon reden wir natürlich nicht. Besonders muss man sich mit den rechtlichen Gegebenheiten auseinandersetzen, wenn eben der Standort der Homeoffice-Arbeit weder ein EU-Land ist und es auch keine anderen bilateralen Verträge, zum Beispiel Sozialversicherungsabkommen, gibt. Ganz wichtig zu wissen, du musst Regularien in 2 Ländern beachten, nämlich einmal in dem Land, von dem du arbeitest und einmal in dem Land, in welchem du angestellt bist. Dinge, die es zu beachten gilt, sind Arbeitserlaubnis, Krankenversicherung, Sozialversicherung, Steuern und Arbeitgebergesetze, Kündigungsrecht, Arbeitszeiten, Urlaubsanspruch, Mutterschutz und diese ganzen Dinge. Denn wenn du im Ausland wohnst, dann gelten nicht mehr die deutschen Gesetze für dich, selbst wenn du einen deutschen Arbeitgeber hast, sondern es gelten die im Ausland. Nochmal, ganz wichtig, das ist nicht der Fall, wenn du eben mal für 1 Monat nach Italien gehst, 2 Monate nach Frankreich gehst, vielleicht sogar 3, 4 Monate weg bist. Man kann sagen, so nach 6 Monaten hast du dann deinen Wohnsitz endgültig aufgegeben und dann wird das virulent. Du musst also dann mit dem Arbeitgeber sprechen. Der Arbeitgeber muss hier etwas unternehmen. Befassen wir uns zunächst mal mit der Homeoffice-Arbeit innerhalb der EU. Jedes EU-Land hat eigene Steuergesetze. Die Niederlassungsfreiheit macht es aber grundsätzlich möglich, dass EU-Bürger in jedem EU-Land wohnen und arbeiten. In den meisten Fällen ist nur eine Anmeldung bei der Wohngemeinde, manchmal auch beim Ausländeramt, erforderlich. Entscheidend ist die Arbeitsdauer. Bist du mehr oder weniger als 183 Tage in dem anderen EU-Land? Wenn du von vornherein befristet im Ausland bist, das heißt, wenn klar ist, wann du zurückkommst und es ist von Anfang an so, dass es weniger als 183 Tage sind, die du im Ausland bist und das Gehalt wird dir weiter aus Deutschland bezahlt, dann ändert sich nichts. Würde man allerdings von Beginn an ohne Rückkehrabsicht seinen Wohnsitz in ein EU-Land verlegen, dann bist du sofort im neuen Wohnsitz dann steuerpflichtig und nicht mehr in Deutschland. Was du also nicht machen kannst, ist sagen, so, ich melde mich jetzt aus Deutschland ab, ich gehe jetzt nach Spanien, ich habe nicht mehr vor, zurückzukommen, aber ich melde mich dann erst für die Sozialversicherung in einem halben Jahr an, denn die ersten 183 Tage sind ja möglicherweise steuerfrei, möglicherweise sozialversicherungsfrei, könnte man meinen, ist nicht so. Wenn du nicht vorhast, nach Deutschland zurückzukehren innerhalb von 183 Tagen, das heißt, wenn diese Absicht, diese Intention von vornherein vorliegt, musst du dich in Deutschland abmelden und sofort im Ausland anmelden. Jetzt kommen wir natürlich hier zu einem wichtigen Punkt. Was sagt der Arbeitgeber? Du kannst dir nicht vorstellen, wie viele Mandanten wir haben, die einfach ins Ausland gehen, ohne es dem Arbeitgeber mitzuteilen. Die sagen, ist nicht dessen Sache, es ist allein meine Sache, solange ich arbeite, dann kann ich machen, was ich will. Möglicherweise kann man das so darstellen, solange nicht länger als 183 Tage weg bist, weiß ich nicht. Aber danach geht es definitiv nicht mehr. Du hast die Pflicht, dies dem Arbeitgeber mitzuteilen und solltest auch deinen Arbeitsvertrag dementsprechend ändern. Rechne natürlich damit, dass der Arbeitgeber nicht zustimmt, dass du dauerhaft in einem Homeoffice im Ausland arbeitest. Ist ja ganz klar. Selbst wenn du sagst, dass du alle paar Wochen, Monate, was auch immer,
vielleicht sogar jede Woche für ein oder zwei Tage zu Meetings oder kurzzeitigen Arbeitsaufenthalten wieder nach Deutschland zurückkommst. Der Arbeitgeber hat deswegen damit ein Problem, weil du nämlich dann nicht mehr nach den deutschen Bestimmungen beschäftigt bist, sondern nach den Bestimmungen des neuen Wohnsitzlandes, wie wir es vorhin schon erwähnt hatten. Auf einmal gilt eben nicht mehr der deutsche Kündigungsschutz, sondern der französische. Es gilt nicht mehr der deutsche Mutterschutz, sondern der italienische. Das bringt natürlich jede Menge rechtliche Unsicherheiten für den Arbeitgeber mit sich, möglicherweise auch betriebliche Risiken. Zu einem kommen wir nachher nochmal, zu einem konkreten Risiko, nämlich der Betriebsstätte. Und viele Arbeitgeber wollen sich dem freilich nicht aussetzen. Daher musst du damit rechnen, dass der Arbeitgeber Nein sagt. Du hast dann eigentlich keine andere Wahl, als dein Vorhaben abzubrechen oder gar nicht erst durchzuführen oder natürlich den Job zu wechseln. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.